Das war dann wohl der falsche Weg. Ein Lkw-Fahrer in Chile ist mit einer Ladung Holz unterwegs. Um an sein Ziel zu gelangen, muss er eine Brücke überqueren. Nur leider gibt es in der Gegend zwei davon und er wählt die falsche. Die Hängebrücke ist ganz offensichtlich nicht für Schwertransporter ausgelegt. Doch das sieht der Fahrer zu spät und bleibt stecken. Und das ist noch die gute Nachricht, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Brücke nicht gehalten hätte. So bleibt der Fahrer unverletzt. Aber wie bekommt man den Lkw jetzt wieder von der Brücke? Auf diese Frage haben die Behörden in Chile bisher noch keine Antwort. Ich habe das Gefühl, dass ich mit jemandem reingehört, weil es deutlich ruhiger geworden ist. Aber die Wirtschaft.